Ich hatte Kaufsucht. Mein Kühlschrank und der Kleiderkasten waren voll mit Zeug. Die meisten Sachen habe ich dann weggeworfen. Das erzählt mir eine junge Mutter in diesen Tagen. Weiter meint sie, ich versuchte mit dem Kauf der Dinge mein inneres Loch zu füllen. Dieses Loch war meine Sehnsucht, geliebt zu sein. Doch ich merkte, weder die Dinge noch meine Familie konnten diese Leere füllen. Sie meinte weiter, ich traf dann einen Priester, der half mir zum Glauben zu finden und plötzlich war mein Loch gefüllt. Die Kaufsucht verschwand und auch viele existenzielle Ängste waren wie aufgelöst. Ich fragte sie, was hat dein Loch gefüllt, deine innere Leere aufgefüllt? Sie meinte, der Glaube an Jesus schenkte mir das Gefühl, dass es jemand gibt, der meine Sehnsucht stillt, geliebt zu sein. Dinge und Menschen können dir nie das geben, was Gott dir gibt, meinte sie. Was diese Frau mir erzählt hat, hat mich sehr beschäftigt. Sie spricht mir aus dem Herzen, denn ich habe Ähnliches erfahren. Der Glaube an Jesus, der hilft mir, solche positiven Erfahrungen zu machen, wie sie mir bloße Welt niemals bieten könnte. Und ich denke dabei an die Worte Jesu, ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn euch die Welt niemals geben kann.